mit der Startnummer 5 aus Berlin, der Ukulelenprediger. Ja, hallo. Ich bin Samuel, der Ukulelenprediger. Und ich möchte heute über ein wichtiges Thema sprechen. Über mich. Als Hobbyphilosoph hat man ja auch mal das Bedürfnis, sich mitten unter die Sünder zu begeben, um zu predigen. Der Ukulelenprediger sagt euch, es ist alles gut. Und zwar gerade, weil nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern weil es viel zu tun gibt. Der Mensch braucht außer Nahrung und Luft auch unbedingt eine Aufgabe. Ohne die wäre das Leben unbefriedigend. Ja, also ich glaube schon, dass ich eine Aufgabe habe, aber woher weiß ich, was meine Aufgabe ist? Wir brauchen nur darauf zu achten, was uns besonders stört. Genau das ist unsere Aufgabe. Was ich wahrnehme, entscheide ich selbst. Was mich runterbringt, was mir gefällt, yeah. Wie ich's wahrnehm, kommt ganz drauf an, ob's mir schadet oder mich bereichern kann. Es wird immer etwas geben, was mir auf die Nerven geht. Entweder lang warten oder hetzen. Und beides ist für mich die reinste Qual. Diese ständige Suboptimalität liegt mir voll im Blut. Denn selbst wenn alles fantastisch wäre, dann fänd ich's bald schon nicht mehr ganz so gut. Es gibt immer etwas auszusetzen, wie ist alles optimal. Nicht.
Danke. Du darfst die Ukulele wieder etwas leiser machen auf dem Monitor. Danke. Ich würde euch gern die Wahrheit sagen. Aber dafür müsste ich mir sicher sein, selbst die Wahrheit zu kennen. Und wer sich wirklich sicher ist, die Wahrheit zu kennen, ist verloren. Denn dann ist er am Ende seiner Entwicklung angekommen, ohne die Chance, noch etwas dazu zu lernen. Da die endgültige Wahrheit höchstwahrscheinlich nicht von menschlichen Wesen gefunden oder gar verstanden werden kann, wird eine bestmögliche Annäherung gesucht, die sich dann natürlich auch nicht ewig halten kann, weil sie durch eine noch bessere Annäherung ersetzt wird. Wer überzeugt ist, die Wirklichkeit bereits komplett zu verstehen, hält den Laden nur auf. Ich halt mich nicht fest
Ja, vielen Dank, Leute. Das war's schon von Samuel, dem Ukulelenprediger aus Berlin. Wow! Aus Berlin, der Ukulelenprediger Samuel. Ist es auch dein richtiger Name, Samuel? Heißt du wirklich so? Ja, tatsächlich. Ich finde es erstmal ganz gut, dass jemand aus Berlin hierher kommt und nicht Schwäbisch spricht. Finde ich toll. Mein Vater ist Schwabe. Nein! Heute lang ich nur ich noch bin, in den Scheißeimer. Das gibt's doch nicht. Aber ich hab's verlernt, leider. Dein Vater ist Schwabe? Aber woher? Bad Urach. Das ist am Alp drauf, das ist da. Ja. Neife, Bayre, Bad Urach, da ist das lang dahin. Alle denselben Nachname. Fast alle. Ich weiß. Da heißen alle Jenninger. Ich bin aber lang gefahren, alle heißen Jenninger. Du fährst an der Metzgerei vorbei, Jenninger. Dann fährst du an der Tankstelle vorbei, Aral, Jenninger. Und wenn dein Auto irgendwo hinstellst, kommt die Politesse und du hast ein Ticket drauf und du sagst, du bringst die Schlampe um. Und dann guckst du mal hin, nein, die heißt Jenninger. Es ist besser, du machst es nicht. Weil der ganze Ort wird dich dann töten. Also das ist, ich kenne dich nicht da. Und du bist, das ist nicht hauptberuflich Prediger, sondern du bist, lass mich raten, du hast eine Töpferwerkstatt. So ähnlich. Nee, sag mal. Nee, ich bin Zirkuskomponist. Echt? Das ist krass. Okay. Also, das heißt, da kommen Elefanten zu dir und sagen, pass auf. Wir haben da eine neue Nummer. Dumbo stellt sich auf mich und dann brauchen wir Trommelwirbel. So ähnlich. Das ist so lustig. Was ist das heute für ein Abend? Kann ich Applaus haben nochmal für unseren Ukulelenprediger Samuel. Dankeschön. Danke.